In Bernstein im Restaurant Pannonia hielt H.C. Strache mit Christian Höbert und dem burgenländischen Landesobmann Herbert Adelmann eine Pressekonferenz ab. Themen waren natürlich die Person Strache, der Wien-Wahlkampf und wie die Partei DAÖ in Wien und im Burgenland aufgestellt ist. Nach der Pressekonferenz ging es dann in den vollen Saal des Restaurants. Das sehen Sie aber in einem eigenen Beitrag. Gut, ich darf einmal alle Medienvertreter recht herzlich begrüßen. Schön, dass Sie heute hierher ins wunderschöne Burgenland, nach Bernstein gekommen sind. Freue mich natürlich, dass ich da mit einer starken Vertretung auch bin, nämlich mit unserem Landesteamsprecher aus dem Burgenland, vom Team H.C. Strache, der Allianz für Österreich, und mit unserem Generalsekretär Christian Höbert. Und wir haben ja heute die erste größere Veranstaltung auch im Burgenland. Es sind 250 Anmeldungen. Und ich freue mich natürlich sehr, heute hier zu sein und mit den Bürgern auch das direkte Gespräch zu suchen, denn wir haben ja begonnen, auch im Burgenland die Strukturen aufzubauen, neben Wien und neben Niederösterreich, wo natürlich eins klar ist, zurzeit haben wir den Schwerpunkt auf Wien gerichtet. Und in Wien haben wir bereits über 1600 Mitglieder in der Bürgerbewegung, die wir jetzt auch in 14 Tagen im Rahmen von Veranstaltungen strukturiert haben und die Bezirke auch aufgestellt haben. In der Zwischenzeit sind wir gerade bei den Unterstützungserklärungen in Wien seit gestern und das geht ziemlich zügig voran, also da ist ein ziemlicher Druck drauf. Und dann werden wir natürlich in Folge unsere Kandidaten präsentieren und ich sage, am 11. Oktober bis dorthin wird spannend, aber eins ist klar, wir werden ein Erdbeben schaffen im positiven Sinn, nämlich als neue Bürgerbewegung und ich sage ganz bewusst als Start-up und es braucht einen sozialpolitischen, heimatpolitischen Rechtsruck gegen diese links-linke Struktur, die wir in Wien, aber auch anderswo vorfinden. Und die Themen liegen auf dem Tisch und da bin ich ja Garant die letzten 15 Jahre gewesen, sehr, sehr konsequent auch Themen für die Menschen voranzutreiben. Und ich sage jetzt ganz bewusst, wer, wenn nicht ich, hat den UN-Migrationspakt verhindert? Das war damals als Vizekanzler genau meine Errungenschaft, denn die ÖVP und Sebastian Kurz wollten zustimmen. Und was hätte das bedeutet? Das wäre für uns eine katastrophale Entwicklung gewesen. Ich habe damals sehr klar und deutlich gesagt, mit mir nicht. Ich bin den Wählern verpflichtet und im Wort und ich stimme dem Migrationspakt nicht zu. Und wenn die ÖVP hier darauf besteht, zuzustimmen, dann gehe ich in Neuwahlen. Und das war ein Druck, wo die ÖVP dann nachgegeben hat. Aber überlegen wir, was sie wollte. Sie wollte einen UN-Migrationspakt und ich sage, was wäre gewesen, wenn ich damals nicht gewesen wäre. Dann hätten wir heute schon viel dramatischere Entwicklungen, aber die stehen bevor und wir erleben das gerade. Und das muss man schon einmal auch erwähnen, denn das, was in Wien Favoriten jetzt stattgefunden hat, vor dem warne ich seit 2 Jahrzehnten. Und ich bin dafür bekämpft worden, ich bin dafür verächtlich gemacht worden, ich bin dafür bekämpft worden vom System, von den Verantwortlichen, die diese Migrationspolitik im negativen Sinn geschaffen haben. Und dann haben wir Straßenschlachten, ja Völkerschlachten mitten in Wien, wo nationalistische Erdogan-Vertreter gegen linksextreme Kurden sich eine Straßenschlacht liefern und viele Menschen zu Recht empört sind. Weil das sind die importierten Konflikte, die keiner bei uns haben will. Und die Wienerinnen und Wiener fühlen sich in vielen Bezirken und Grätzeln in Wien bereits als Fremde in der eigenen Heimat. Auch das habe ich immer bekämpft und gesagt, wir wollen keine Fremden in der eigenen Heimat werden, wir wollen Herren im eigenen Haus bleiben, wir wollen sicherstellen, dass der echte Wiener nicht untergeht. Das ist der Anspruch, für den ich auch stehe. Ja? Und viele Wienerinnen und Wiener fliehen heute eigentlich aus der Stadt, ja, auch ins Burgenland, ja, und sagen, unter den Bedingungen kann man eigentlich nicht mehr ruhig und sicher leben. Und viele Menschen, die zu uns zugewandert sind, die hoch anständig sind, und das muss man immer wieder betonen, die da hergekommen sind nach Österreich, die hier hergekommen, ja teilweise geflohen sind vor einem radikalen politischen Islam, weil sie in einer christlich-europäischen, ja, westlich-freiheitlichen Gesellschaft leben wollen, sich hier integriert haben, unsere Staatssprache Deutsch gelernt haben, auch arbeiten und Steuern zahlen, ja, hier angekommen sind zu ihrer neuen Heimat Österreich, steht unseren Wertekanon vertreten, die sind empört über solche Entwicklungen, weil die sagen, mit solchen Menschen, die
sich nicht integrieren, mit denen wollen wir auch nichts zu tun haben. Die sich so verhalten und kriminell sind, ja, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Und da kommt auch bei uns ein großer Zulauf von Menschen, nämlich Österreicherinnen und Österreicher, Angestammten, ja, aber auch vielen Menschen, die neue Österreicher sind, mit Migrationshintergrund und sagen, mit sowas wollen wir nichts zu tun haben. Ja, dafür genieren wir uns. Ja, und das hat in unserer Gesellschaft nichts verloren. Und so gesehen ist da ein großes Themenfeld und natürlich das dritte Themenfeld, das ganz wesentlich ist, ist der Corona-Wahnsinn. Ja, denn ich sage ganz bewusst, dass ein Lockdown ausgerufen wurde, das war ja verständlich, nachvollziehbar und auch unterstützenswert. Denn in der Situation hat keiner gewusst, wie kann sich das entwickeln, nach China, nach Italien. Ja, wir haben keine wissenschaftlichen Grundlagen gehabt. Da war das zum Schutz der Bevölkerung natürlich der richtige Schritt, Gefahr in Verzug. Aber was dann angerichtet worden ist, dass man ein Epidemiegesetz aufgelassen hat und damit den Rechtsanspruch für die Unternehmen, den Unternehmen gestohlen hat und damit die Unternehmen in den Ruin getrieben hat, das ist ein Verbrechen. Das ist wirklich ein Verbrechen gegen die österreichische Wirtschaft, gegen die Kleinstunternehmer, gegen die Ein-Personen-Unternehmer, gegen die kleineren und mittleren Betriebe, die in Wahrheit dadurch ihren Rechtsanspruch auf Hilfe verloren haben und im Stich gelassen worden sind. Und genau das erleben wir jetzt auch bei den ganzen sogenannten Hilfsleistungen, wo in Wahrheit nichts ankommt. Das sind entweder Kredite, die keiner kriegt, und wenn man einen Kredit kriegt, muss man zurückzahlen, aber die Ausfälle, die Umsatzrückgänge, die deckt einem keiner. Und das bedeutet, dass jetzt die Krise eigentlich erst so richtig spürbar wird. Doppelte Gehälter mit Ende Juni, die Umsätze sind niedrig, teilweise 30-40% im Vergleich zum Vorjahr. Und viele, die in Kurzarbeit sind und dann vielleicht wieder zurückgenommen werden, kann sich der Betrieb auf Dauer nicht leisten und denen droht die Arbeitslosigkeit. Das heißt, wir haben eine Situation, wo die Regierung hier versagt hat und wir bis Jänner, Februar nächsten Jahres mit unglaublichen negativen Entwicklungen rechnen müssen, wenn man nicht sofort das Epidemiegesetz wieder repariert und die Ausfallshaftung sicherstellt. Dann werden wir Konkurse, Insolvenzen, Pleiten, Existenzvernichtung erleben und dahinter natürlich eine Kette einer Massenarbeitslosigkeit, die unserer Gesellschaft droht. Und das bedeutet sozialen, wirtschaftspolitischen Unfrieden. Das bedeutet auch eine Entwicklung, wo wir uns alle Sorgen machen müssen, wie vielleicht da oder dort Kriminalitätsentwicklungen stattfinden. Das bedeutet auch, dass solche Entwicklungen wie in Wien Favoriten, die wir importiert haben, auch vermehrt stattfinden können, wenn wir nicht gegensteuern. Und wir müssen daher was tun. Und die Leute erwarten das von uns. Und ich sage, wenn man dann hergeht und auch noch das Bundesheer abschafft und kaputt macht und vernichtet, wie jetzt die Regierung, wollte der Sebastian Kurz schon in meiner Regierungsverantwortung, wo ich gekämpft habe dagegen und gesagt habe, kommt nicht in Frage, das Bundesheer braucht das notwendige Budget, um dem verfassungsgemäßen Auftrag unserer Neutralität, den Neutralitätsschutz, aber auch unserer Verteidigung nachkommen zu können im Falle von Krisen. Naja, wenn man das Bundesheer jetzt kaputt macht und solche Entwicklungen bevorstehen und ich sage bürgerkriegsähnliche Situationen wie Völkerschlachten in Wien Favoriten, na, da möchte ich nicht in einer Gesellschaft leben, wo wir uns selbst nicht mehr schützen können und unsere Bürger nicht mehr schützen können. Und da fragt man sich wirklich, was haben die vor? Und in Wahrheit hat man den Eindruck, die planen schon den zweiten Lockdown. Ja, das ist der Eindruck, den man hat. Und davor kann man nur warnen, weil das wäre die endgültige Vernichtung unserer Wirtschaftsstruktur, unserer Arbeitsmarktstruktur und vor allen Dingen die Existenzvernichtung von, über 1-2 Millionen Menschen in dem Land. Und so gesehen ist es wichtig, dass wir hier als neue Bürgerbewegung auch das fortsetzen, was ich seit 15 Jahren konsequent getan habe, als das Original. Denn ich sage, die anderen sind die Kopie, ich bin das Original. Und den Weg setze ich fort, gerade nachdem man so schäbig auch mit Verleumdungen und Anpatzungen gegen meine Frau, aber auch gegen meine Person umgegangen ist und hier mitgemacht hat bei diesem Verleumdungsspiel, das, ich sage, von einer kriminellen Struktur ausgegangen ist, die diese Ibiza-Falle gestellt hat. Naja, da kann man sich nur schämen über ehemalige Mitstreiter, die sich so verhalten haben. Aber ich schaue nicht zurück, ich schaue nach vorne und ich sage, mir ist das auch wurscht, wenn man mich mit Dreck bewirft. Ich bin für die Bürger da und ich habe den Anspruch, am 11. Oktober in Wien eine starke Oppositionskraft sicherzustellen, denn die braucht es, damit Wien nicht verkommt. Und von dort wollen wir auch österreichweit dann unsere Bürgerbewegung erfolgreich aufstellen. Und ja, dieser Erfolg wird ein Erdbeben sein für Österreich, denn das wird der Startschuss sein für eine erfolgreiche österreichweite Bürgerbewegung. Und so gesehen haben einige Angst. Ja, und was tut den Mächtigen am meisten weh? Eine Stimme für HC. Das ist so, deshalb bekämpfen sie mich. Die haben gedacht, sie zwingen mich in die Knie, wie im Boxring,
wo man einen Boxkampf erlebt und dann habe ich ja plötzlich einen Tiefschlag bekommen, ja, einen rechtswidrigen, wenn man so will, ja, in die Niere oder sogar unter der Gürtellinie. Dadurch bin ich auf den Boden gegangen und viele haben gehofft, jetzt bleibt er liegen. Aber ich bin aufgestanden. Und so ist das nun einmal. Man kann hinfallen, aber man muss wieder aufstehen. Und genau das ist es. Und ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen. Und deshalb stehe ich auch mit einem reinen Gewissen auf und werte jene, die sich hier so wie Marxisten und Kommunisten verhalten, nämlich genauso wie Alexander Solzhenitsyn es im Archipel Gulag beschrieben hat, wo er schreibt, Marxisten und Kommunisten haben eines gemeinsam. Sie kriminalisieren politisch Andersdenkende, aber sie verschonen die wirklich Kriminellen. Und das ist genau das, was wir auch erleben. Und ich sage stellvertretend ich für die Bürger. Ich kann mich wehren. Viele Bürger, denen das angetan wird vom System, die kennt keiner, die sieht keiner, die können sie nicht wehren. Ich kann mich wehren und ich mache das, was ich tue, aus vollster Überzeugung für mein Heimatland und für die Österreicherinnen und Österreicher. Und das macht's aus. Das Feuer in mir brennt erst recht und mit jedem Dreck, wo man mich bewirft, schafft man es in Wahrheit, mir weitere Kraft zu geben. Weil ich sage, jetzt erst recht. Ja? Und jetzt erst recht die Kraft, auch nach Verleumdungswellen und wo mit Dreck geworfen wird, wo ich sage, genau das ist Antrieb, genau jenen unredlichen Herrschaften auch entgegenzutreten, für die Menschen in dem Land. Und so ist es. Und so gesehen freue ich mich, dass Sie da sind und freue mich auf die Fragen und dass man ein bisschen sozusagen auch auf die Fragen eingehen kann. Also wir haben jetzt ja noch nicht, aber das wird dann der Herbert gerne näher ausführen. Wir haben ja seit 15. Mai unseren Startschuss gesetzt. Ja. Das heißt am 15. Mai die Präsentation. Wir haben jetzt, und das ist genau das Entscheidende, wir bauen hier an der Struktur. Wir haben glaube ich über 100 Mitglieder jetzt, die auch aktiv in den Strukturaufbauten im Land beteiligt sind. Ja. Wir haben in Wien über 1600 Mitglieder und österreichweit sind es über 5000. Aber wir bauen auf Qualität. Ja. Und das ist uns wichtig. Und so gesehen, Herbert, vielleicht. Ja. Ja, danke, Herr Bundesobmann, für deine Ausführungen. Ich kann mich dem Ganzen wirklich nur anschließen. Ich bedanke mich aber jetzt einmal an dieser Stelle, dass du heute die Zeit gefunden hast, ins Burgenland zu kommen, obwohl du, wie schon erwähnt, so wirklich angehängt bist, ja, in deinem Wien-Wahl, in unserem Wien-Wahlkampf, für unsere Bewegung. Und jetzt ein paar Ausführungen zum Burgenland, zur Situation, die aktuelle Entwicklung und Situation im Burgenland. Wir haben also am diesen 5. April 2020 diesen entscheidenden Schritt getan und sind unserem großen Idol HC Strache gefolgt. Und wir, das sind genau ich als Bezirksobmann, als Aktiver damals und auch die Bezirksgruppe FPÖ-Bezirk Oberbullendorf, zwei Drittel davon, ja, haben gesagt, es reicht, es ist genug. Das ist keine freiheitliche Partei mehr seit dem Abgang von Heinz-Christian Strache und haben einmal diesen wichtigen Schritt getan. Seither sind ein paar Monate vergangen und ich kann nur sagen, wir haben einen enormen Zulauf erfahren. Wie schon vorher auch angesprochen, wir sind bereits bei über 100 Mitgliedern, wir bewegen uns schon Richtung 150 Mitglieder derzeit. Und das Wichtigste für mich ist, dass wir hier im Burgenland alle im Team an einem Strang ziehen. Genau diese Philosophie verfolgen wir hier auch im Burgenland. Und ich spüre tagtäglich, ja, dass wir einander näher rücken und als Team noch mehr zusammenwachsen. Und kurz ein Ausblick für die nächsten Monate. Wir wollen hier im Burgenland in den nächsten Monaten in allen 7 Bezirken unseres Bundeslandes wirklich eine offizielle Bezirksgruppe gründen und auch bekannt geben. Im Anschluss daran werden wir den offiziellen Landesparteivorstand zusammensetzen und auch mit den Ortsgruppengründungen beginnen. Ich bin bekannt als Strukturverfechter, das war ich in der FPÖ. Und Struktur, eine gute Struktur ist nämlich die Basis für alle künftigen Erfolge. Und darum haben wir uns bereits jetzt als Ziel gesetzt, dass wir längerfristig in den 171 Gemeinden unseres Bundeslandes in Zukunft mit 171 Gemeinden Ortsgruppen aufgestellt sein wollen. Das heißt, wir wollen dann im Endeffekt eines Tages gar keine weißen Flecken mehr auf der Landkarte. Das ist für mich eine starke Struktur, aber diese Ortsgruppen müssen auch gut funktionieren. Man muss präsent sein und man muss wirklich aktiv sein. Ja? Also ich will nicht irgendwelche Ortsgruppen da haben, ja, sondern wirklich
Ortsgruppen mit Qualität. Und ich bin überzeugt, wir werden das erreichen. Und das ist jetzt das Um und Auf für unsere erste Bewährungsprobe hier im Burgenland in Zukunft. Das wird nämlich die Gemeinderatswahl 2022 im Oktober sein. Und hierfür brauchen wir eine starke Struktur im Hintergrund. Und wir verfolgen nämlich im Burgenland einen Bottom-up-Ansatz. Ich sage jetzt einmal ganz im Gegensatz zur FPÖ Burgenland, die geht immer von oben nach unten. Das heißt, wir wollen in der Basis stark sein, dort wo es wirklich wichtig ist, in den Gemeinderäten stark vertreten sein. Wir haben auch als Ziel ausgesetzt, dass wir ca. 150 Gemeinderäte in den Gemeindestuben unseres Bundeslandes in Zukunft haben wollen. Das Vergleichswert, FPÖ Burgenland hat bei der letzten Gemeinderatswahl ca. 144 Gemeinderäte erzielt. Also wir wollen von unten nach oben gehen, um in Zukunft wirklich gerüstet zu sein, mit einer starken Basis für alle Wahlen und vor allem auch dann längerfristig für die Landtagswahl 2025. Und eines kann ich bereits jetzt verraten, wir werden nach diesem intensiven Wahlkampf, der für unsere Bewegung, für unsere Bürgerbewegung in ganz wichtig ist, dieser Wiener Landtagswahlkampf, werden wir hier im Burgenland ab November ein Parteiprogramm, ein burgenlandspezifisches präsentieren mit eigenen burgenlandspezifischen Themen. Und ich kann Ihnen schon jetzt versprechen, Sie werden Ihre Freude haben und auch die burgenländische Bevölkerung wird die Freude daran haben. Denn es gibt auch im Burgenland, genauso wie im Bund, derzeit keine echte Opposition. Und wir brauchen auch im Burgenland eine echte, starke Opposition zur absoluten Mehrheit dieser SPÖ-Regierung unter Hans-Peter Doskozil. Und ich garantiere Ihnen, wir werden ab November eine solche echte Opposition hier im Burgenland erfahren. Und zwar in Form dieses Team HC Straches Allianz für Burgenland. Und auf das freuen wir uns wirklich. Die Themen haben wir uns auch schon überlegt, aber das werden wir dann noch genauer ausarbeiten. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit dafür. Und eines möchte ich schon noch sagen. Unser primäres Ziel hier im Burgenland, das ist, dass wir unseren HC unterstützen und helfen. Wir wollen unseren Beitrag vom Burgenland aus zum Gesamterfolg unserer Bürgerbewegung leisten. Und ich sage Ihnen eines, diese Bürgerbewegung wird erfolgreich sein. Denn man braucht HC, die Bevölkerung hat nach HC geschrien seit seinem Abgang. Man braucht ihn mehr denn je, unseren HC Strache. Ja? Und sie hat sich, wie gesagt, gesehnt nach ihm. Warum? Und ich sage jetzt nur drei kurze Sachen noch. Warum hat sich die Bevölkerung nach HC Strache gesehnt? Sie hat sich deswegen nach ihm gesehnt, weil er der Einzige ist, der diesen Sebastian Kurz und diese verfehlte, verkorkste, irrsinnige, destruktive Politik stoppen kann. Er hat es als Vizekanzler damals schon bewiesen, dass er diesen Lügenbasti im Griff hat und in Zukunft auch wieder im Griff haben wird. Und wir brauchen, der zweite Grund, HC umso mehr denn je, weil, so wie im Burgenland gibt es auch seit seinem Abgang, auch auf Bundesebene keine Oppositionspolitik mehr. Das Ganze ist verloren gegangen. Also diese Hofer-Kickl-FPÖ betreibt keine gute Opposition, sondern sie bietet sich eigentlich nur an die ÖVP an. Ja. Warum? Nur um mit allen Mitteln an die Macht zu gelangen. Und das ist auch nicht meine Einstellung, darum kann ich mich mit dieser freiheitlichen Partei, dieser FPÖ, nicht mehr identifizieren. Und jetzt komme ich schon zum Punkt, zum Entscheidenden, warum brauchen wir HC noch mehr? Denn man sieht ja, diese Hofer-Kickl-FPÖ, die steuert auf den Abgrund zu. Die freiheitliche Bewegung in unserem Land in Zukunft ist schwer gefährdet und HC ist der Einzige, der sie vom Untergang retten kann. Und wir werden diesen Lügenbasti nicht diesen Gefallen tun, dass wir in Zukunft keine freiheitliche Bewegung mehr in unserem Land vorfinden. Und darum ist dein Schritt, lieber Heinz Christian, wirklich sehr zu begrüßen gewesen, dass du wieder zurückgekommen bist und dafür Sorge tragen wirst, dass es eine solche starke freiheitliche Bewegung in der Form dieser freiheitlichen Bürgerbewegung, Team HC Strache Allianz für Österreich, in Zukunft geben wird. Und wir wollen nämlich im Endeffekt nichts anderes, als unsere
Gesellschaft nachhaltig zum Positiven verändern. Und mir und uns ist unser Land Österreich ganz, ganz wichtig und darum kann ich das Ganze nur begrüßen und werde ihn mit all meiner Kraft unterstützen, mit Leidenschaft und Herzblut. Ich spreche davon Leidenschaft und Herzblut. Und wir werden erfolgreich sein. Dankeschön. Nicht nur eine Frage, wie schaut es in den anderen Bundesländern aus? Ist das so ein Ost-West-Gefälle von Unterstützung her oder ist das überall ziemlich gleich? Es gibt überhaupt kein Gefälle, sondern wir haben über 5000 Mitglieder, die sich bereits gemeldet haben, aber haben ganz klar allen auch schriftlich mitgeteilt, Dank für die Unterstützung. Aber zurzeit ist alles auf Wien konzentriert und wir haben daher in Wien mit der Struktur begonnen. Wir haben sie dann im Burgenland und in Niederösterreich fortgesetzt und jetzt einmal bis zur Wiener Wahl auch dort begrenzt. Denn jetzt ist alles auf Wien sozusagen ausgerichtet und nach Wien werden dann die weiteren Bundesländer strukturell aufgestellt mit Teamsprechern. Und das wird im Hintergrund vorbereitet, aber jetzt gibt es eine Priorität, ich sage ganz bewusst, ja, Wien. Ja, denn Wien, Wien, nur du allein. So ist die Stadt meiner Träume sein. Ja, und ich sage, Wien darf nicht untergehen. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und von dort aus wird es dann das Erdbeben geben am 11. Oktober. Vielleicht sogar auf der Richterskala über 10%, ne? Wo dann in ganz Österreich, glaube ich, auch ein Riesenaufbruch entstehen wird. Und wir in den Ländern dann einen entsprechenden starken Zulauf haben.